offene Beta von Star Wars Battlefront gewährt einen ersten Einblick in die Technik hinter dem Multiplayer-Shooter. Wir durften die Beta-Inhalte bereits vorab bei einem Event von Electronic Arts ausprobieren und haben natürlich gleich mal die Grafikeinstellungen unter die Lupe genommen. Das Spiel lief dabei auf einer aktuellen iCore 7 4970 CPU mit Radeon 290X Grafikkarte. Im Folgenden vergleichen wir die minimalen Grafikeinstellungen mit Ultra-Details auf der Survival-Map Tatooine. Die Unterschiede sind auf den ersten Blick gering, auch auf minimalen Details sieht das Spiel noch prima aus. Allerdings gibt es hier merklich nachladende Texturen, das Ergebnis ist ein unschöner Pop-up-Effekt. Hübschere Shader und Oberflächenreflexion sowie ein insgesamt schärferes Bild zeichnen die Ultra-Einstellung aus. Bei den Zerstörungseffekten gibt es praktisch keinen Unterschied. Abseits von ein paar herumfliegenden Partikeln zerfallen Objekte auf beiden Einstellungen gleich. Imposante, großflächige Zerstörung wie bei Battlefield 4 wird es in Star Wars Battlefront überhaupt nicht geben. Der Optionsumfang der PC-Version ist vorbildlich. Unter anderem dürft ihr das Blickfeld frei einstellen und die Auflösung hochskalieren, um Treppeneffekte zu minimieren. Die große Bandbreite an Einstellungsmöglichkeiten stimmt uns zuversichtlich, dass auch Besitzer schwächerer Systeme mit leichten Abstrichen in den Genuss des Grafikfeuerwerks kommen. Der erste Technikcheck hat uns überzeugt. Star Wars Battlefront läuft auf dem bereitgestellten System mit AMD-Grafikkarte hervorragend und sieht prima aus. Die Zeichen für eine performante PC-Version stehen also sehr gut.